Ja, man ist ein bisschen nervös, geht was schief, geht alles gut. Aber ist auch ein bisschen stolz, heute so seine Kollektion nochmal präsentieren zu können. Ja, meine Kollektion ist eine reine Herrenkollektion. Ich habe so ein bisschen den Anzugstil mit reingenommen und ich möchte einfach ein bisschen zeigen, ja, Anzüge sind cool, machen Spaß, schicke Kleidung macht Spaß. Ich freue mich total, heute meine Kollektion präsentieren zu dürfen. Die nennt sich Silence and Tranquility, also Ruhe und Gelassenheit. Und ich habe da vor allem thematisiert, wie man mit sich selber in der Corona-Zeit umgegangen ist einfach und den Umgang mit sich selber neu gefunden hat in dieser Isolation einfach. Ja, ich habe viele Beige-Töne genommen. Das ist quasi mein Grundton quasi. Die Natürlichkeit und dieses nicht mehr Versteckenden zu repräsentieren, habe ich mich dann für ein natürliches Grün entschieden. Und nochmal dieses in sich neu verlieben, habe ich mich für ein ganz klassisches Rosa entschieden. Ich möchte vor allem in die nachhaltige Richtung gehen. Ich möchte einen Gegenpol setzen zu dieser immer schnell lebendiger werdenden Fast Fashion. In meiner Kollektion, da ist das Impulsthema Supercharged. Da geht es darum, dass man jetzt nach der Pandemie sich wieder zeigen möchte, raus, ja, Körperlichkeit, auffallen, gesehen werden. Dazu passend ein Bezugsthema gewählt, und zwar der abstrakte Expressionismus. Das ist eine Kunstrichtung. Es ist sehr expressiv, ja, sehr farbenfroh. Eine Mischung aus Streetwear und Orientalischem gemacht. Ich habe so ein bisschen versucht, dieses Verhüllende mit dem Kopftuch zu vermischen, mit dem coolen, lässigen Street-Look. Also ich habe mich von den Farben her so das Orientalische konzentriert, mit dem Orangenen, mit dem bisschen so Sonnenaufgang, wüstenmäßig, und habe dazu so gedecktere Farben genommen, wie das dunkle Grün und auch Schwarz, was dann eher so diesen Streetwear-Charakter hat. I saw the whole process of the start, the pressure that they had during the making of the clothing, the creativity it takes. She gets her inspiration from a lot of things, mostly traveling. So that's a big, you know, hobby of ours. We like to go different places. So like, she has been to a lot of Latin America. Mode bedeutet für mich
Ausdruck innerer Befindlichkeiten, würde ich sagen. Die Kollektion an sich hat einen Grundeindruck, der sehr düster erstmal. Die Stimmung ist nach unten gezogen. Das soll natürlich auch einmal die ganze Grundstimmung darstellen. So dieses Ausweglose. Das Letzte, was man sieht in meiner Kollektion, ist der Rücken eines Kleides, der dann komplett in diesem Hauptton ist. Also man sieht, am Ende hat man dann doch dieses Dunkel überwunden. Mein Ziel ist jetzt eigentlich, nachhaltige Bekleidung zu entwerfen. Ich habe eine Hochzeitskollektion gemacht, weil ich eine Kollektion designen wollte, die auch einen Anlass wirklich hat. Ein Tag oder auch ein anderes Event, um es wirklich anziehen zu können. Also für mich ist es eine große Ehre, die Show zu schließen. Wir hatten uns das so überlegt, weil es ist ja oft so bei Fashion-Shows, dass das Brautkleid am Ende kommt. Mein Name ist Manuel Fritz, ich bin Leiter der Modedesign-Schule und freue mich, dass wir nach 2 Jahren Pause jetzt endlich wieder eine Live-Fashion-Show durchführen können. Wir haben ganz spannende Kollektionen heute auf dem Laufsteg. Mode ist Ausdruck der Persönlichkeit. Mode erlaubt uns, Rollen zu spielen. Mode erlaubt uns, uns authentisch zu geben. Mode kann ganz viele Facetten von uns beleuchten und vor allen Dingen, Mode ist immer wieder neu. Ja, das ist das Spannende dran. Jede Saison erfindet sich die Mode neu. Ja, es war super spannend, super aufregend. Vor allem der Moment davor ist, glaube ich, der schönste. Man ist so am aufgeregtesten, aber der Moment ist irgendwie ganz besonders und ich bin sehr froh, dabei gewesen zu sein. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich bin stolz auf meine Models und freue mich, diese Erfahrung mit in die Zukunft zu nehmen und hoffe, dass ich weiterhin mit meinen Kollektionen solche Modenschauen laufen kann.